Hey Leute, Wadi hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute machen wir wieder einen Boss und ich wollte eigentlich nur noch Elite Boss machen, aber diese Map gibt uns die Möglichkeit, den normalen Boss sehr, sehr cool zu machen, und zwar ist die Map Kornfeld drin. Auf dieser Map kannst du die krasseste Monkeyopolis machen, die du im gesamten Spiel beschwören kannst. Persönlich hätte Bock drauf, euch das einmal hier im Boss-Modus zu zeigen. Das habe ich schon so mal vorgestellt im Video, aber ich will einfach mal gucken, kann man das auch im Boss-Modus machen? Ich weiß nicht, ob es geht, aber es ist auch ein ganz brauchbarer Boss dafür drin. Und da sind die ersten Phasen ja relativ leicht und deswegen sollte das einigermaßen gut machbar sein. Übrigens, hier die Felder sind günstiger, die kosten weniger als sonst. Aber ich weiß nicht, wie gierig ich mit dem Geld sein muss. Da werden wir halt einen Monkeyopolis machen, hier. Und das wird einfach alles absorbieren. Also, stellt euch die gesamte Map voller Plantagen vor. Das wird dann absorbiert und das werden wir beschwören. Ist, glaube ich, sogar gar nicht so verkehrt, weil Stufe 5 Bananenzentrale ist hier deaktiviert. Und ich glaube, es ist da eine ganz okaye Variante, um Geld zu machen. Zumindest glaube ich das. Hauen wir noch einen Magier raus oder tanken wir ein paar Leben? Im Grunde können wir ein bisschen tanken, oder? Okay. Da Vortex immer zurückspringt, die ersten Phasen sind, wie gesagt, recht gut machbar. Aber wir brauchen halt eine Menge. Wir brauchen so viel, um das ganze Feld mit Plantagen voll zu machen. Dann brauchen wir einen wahren Sonnengott. Dann brauchen wir Isili auf einem vernünftigen Level. Dann brauchen wir einen Ultra-Boost, der schon 10-fach rausgehauen wird. Ja gut, dann hauen wir jetzt weiter Plantagen raus, weil ich glaube, gegen Blei unsichtbar sind wir ganz gut. Wir sind schlecht gegen magieresistente Ballons, aber es sollte erstmal reichen, um jetzt ein paar Plantagen rauszuhauen. Aber ja, das Monkeyopolis, was wir raushauen, das sollte am Ende sechsstellig Geld machen. Nur das schon mal als Hinweis, was uns da erwarten könnte, wenn alles passt. Ich weiß nicht, wann ich das raushauen kann. Wahrscheinlich spät. Aber wenn das alles klar geht, dann haben wir dann eine sehr gute Variante, um Geld zu machen. Und das sollte uns dann definitiv helfen. Ich glaube, ich will die gar nicht verkaufen. Ich glaube, ich will die einfach behalten. Erstmal zumindest. Ich sollte ihn unten zweimal verbessern, damit die auch konsequenter Unsichtbare angreifen können. Aber das Geld ist gerade so schön. Violett sagt. Dann mach mal hier unten so. Und ich skill den hier auch mal ein bisschen. Oder? Oder ist es egal? Ist egal. Juckt niemanden. So. Wenn Violette nochmal kommen, hau ich einfach einen Ninja raus. Ich werde da sowieso einen Ninja raushauen. Ich kann jetzt aber auch erstmal, glaube ich, nichts verkaufen. Das heißt, ich verbessere jetzt bis Runde 37 und dann hauen wir ein bisschen was raus. Reicht einer schon? Mit einem Totem? Er ist nach hinten gesprungen. Das ist ein Win. Einer könnte reichen. Der kommt gleich nochmal auf die andere Seite. Ist jetzt natürlich Risiko. Ne, kein Risiko. Safety. Ja. Risiko macht keinen Sinn. Machen die übrigens auch mehr Geld, wenn die vom Totem geboostet werden? Könnte, ne? Aber so, jetzt hat er keine Betäubungsphase mehr. Ab jetzt ist alles gut. Wir hauen weitere Marktplätze raus. Danke schön, er ist down. Ehre. Dann machen wir ihn weg. Dann machen wir hier so. Ich habe einen Winkel doch gerade gehabt. Ich habe doch gerade einen Pixel gefunden. Falls ihr übrigens neue seid und auch Pixelsucher seid hauptberuflich, dann könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video sind nämlich erfolgreiche Pixelsucher. Aber das ist noch nicht das große Monkeyopolis. Wir können das Grundprinzip, glaube ich, schon mal zeigen. Weil wenn ich jetzt hier die Fähigkeit mache mit den Totem, achtet auf die Reichweite, die ist größer geworden. Das Totem kann die Reichweite verbessern. Und das ist, für die Leute, die Ahnung haben, wie Monkeyopolis funktioniert, ist nicht verkehrt. Also es bringt schon auf jeden Fall was. Und alleine jetzt hier bei diesem Spot können wir ja schon ein richtig krasses Monkeyopolis raushauen. Das ist aber noch nicht das, was ich meine. Das ist noch nicht das Monkeyopolis, was ich im Auge habe als großes. Das machen wir gleich trotzdem, aber es ist dann eher so ein Zwischending hier. Dieses 45.000-Ding. Das ist ja so ein Zwischending. Monkeyopolis to go. Das wird nicht das große. Das wird nicht mal ansatzweise groß. Das ist so ein Mittelding einfach. Und kann Isili eigentlich den Boss hitten mit ihrer Fähigkeit? Kann sie nicht. Okay. Gut. Pain. Der hat da vorne meine Einheiten blockiert und dann ging da nicht so viel. Ach, ich kann es doch einfach mit einem MAD machen. Das ist aber... Komm, scheiß drauf. Leiden, er kann irgendwie den MAD betäuben. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, aber sieht nicht so aus, ja. Ist jetzt halt ein kompletter Overkill. Viel zu viel. Ich gebe jetzt gerade viel zu viel aus, um den Runde 60 Ballon kaputt zu machen. Aber Safety. So, jetzt wenn er gleich weg ist, der Effekt.
Da. Und der müsste down sein. Cool. Dann machen wir jetzt hier den. So. Gerne Pause nach der Runde. Den können wir verkaufen. So. Dann verbessern wir jetzt hier. Aber dann fallen wir jetzt hier ein gutes Monkeyopolis an. Und wie gesagt, das ist noch nicht das große Ziel. Das nehmen wir jetzt halt nur mit. Das ist just for fun. Wir müssen ja auch Geld machen. So ist es nicht. Ja, aber 45.000 ist ein Witz. Das ist nicht mal die Hälfte von denen, was wir am Ende anfallen. Für unser großes Monkeyopolis. Das wird halt ein ganz anderes Level gleich nochmal. Zack. Okay, wir müssen jetzt noch 4 verbessern. Und dann hier, Monkeyopolis. Dann werde ich auch hier übertakten. Ultra Boost ist deaktiviert, ihr Schweine. Oh, das ist fies. Das ist fies. Wir werden trotzdem was Krasses hinkriegen. Als ob Ninja Kiwi keine Lust auf Fun hätte. Das ist die perfekte Map dafür. Weil das hier werden wir zu Monkeyopolis machen. Und das wird heftig. Aber da wird was gehen. Wir werden natürlich trotzdem dann auch den Sonnengott und so raushauen. Weil da gibt es eine Taktik für. Und ich würde die gerne einfach zeigen. Und auch ohne Ultra Boost. Wir machen auch ohne Ultra Boost was Krasses. Ich weiß nicht, ob es dann auch 6-stellig Geld macht. Aber es sollte ansatzweise in die Richtung gehen, ehrlich gesagt. Und ja, hier den rauszuhauen. Das ist ja erst eine Verbesserung, die mir neu eingefallen ist. Ist halt besser als der Fürst der Finsternis, weil der macht auch noch 1000 pro Runde. Ist halt ein ganz guter Win. Nee, können wir müssen warten. Die kann das Totem aber natürlich auch doof spawnen, dass es irgendwo liegt, wo es keinen Sinn macht. Ist auch machbar, aber ich denke, sie spawnt vernünftig. Ja, 50.000, da. 50.000 Monkeyopolis, jetzt machen wir übertakten. Ich glaube, wenn ich nichts auswähle, macht es auf sich selber die ganze Zeit. So. Und das wird jetzt halt richtig gut Geld machen. Noch nicht so viel, wie ich es machen könnte. Aber wir machen jetzt hier noch Affenstadt. So. Jetzt hat er auch den Geldeffekt. Wird nochmal mehr Geld machen. Jetzt können wir noch Plantagen außenrum machen. Und ja, das richtig krasse Monkeyopolis. Das hauen wir nach Runde 100 raus. Weil da müssen wir halt wirklich viel aufbauen für. Da brauchen wir einen wahren Sonnengott. Und den hast du halt nicht mal eben so, den wahren Sonnengott. Wir machen jetzt schon über 40.000 pro Runde. Anscheinend. Aber wenn das alles gut läuft, dann wird diese Plantage, also nicht diese, sondern diese Plantage, alleine mehr machen als 100.000 pro Runde. Und dann 40.000 interessiert niemanden da mehr. Das ist einfach irrelevant, so Runde 77. Wobei, er hat ihn aus irgendeinem Grund nicht betäubt. Strange. Nee, 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 da müssen wir mehr raus, da müssen wir mehr raushauen. Ich mach den immer den mal hier hin. Vertraut einfach. Das macht Sinn. So. Ja, reicht locker, reicht locker, reicht locker. Der nächste Boss ist auch noch leicht und dann der Boss in Runde 120 ist schwer. Aber das interessiert uns ja nicht. So. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Reich zu werden ist es halt wirklich die beste Map. Ich glaube, es gibt keine bessere Map, wenn man einfach fett Kohle machen möchte. Das ist alles draußen. Wir gucken jetzt mal gleich, wie viel Geld wir pro Runde machen. Weil ich kann noch ein bisschen hier und da Optimierung machen, euer... Okay, wir sind bei 100.000 ungefähr. Das ist doch gut. So, wie viel Geld haben wir jetzt nach der Runde? So. Ja. 110.000. Gut. 110.000 machen wir für Runde. Ich sag mal so Runde 105. Runde 105 sollten wir genug draußen haben. Oder anders. Wir machen das, nachdem ich den Boss kaputt mache. Nachdem wir den Boss zerstören, hauen wir die richtig krasse Monkeyopolis raus. Ja. Also, ernsthaft. Wenn die Betäubung kriegt, ist natürlich doof. Aber ansonsten, von den Fähigkeiten... Oh, die DDTs. Ja, Moment, Moment, Moment. Machen wir das so. Sehr gut, wir haben ja noch die Superminen. Er ist down, okay. So, jetzt machen wir gleich Pause, schnell wie es geht. Hier oben den Platz, so. Weil wir brauchen den wahren Sonnengott. Den machen wir hier hin, so. Und da opfern wir jetzt Misse jeweils für 50.000. Einmal. Ich bin schlecht in Mathe. Sicherheit. Wir haben ja genug Geld, das ist egal. So, zweimal. So. Der kriegt jetzt ein Affendorf. Dass die Reichweite besser ist. Bei mir ist auch hier das Verfahren. Der kriegt jetzt einen Alchemistentrank. So. Und das geben wir jetzt hier. Und ich hätte ja den, wenn... das am Start ist? Da? Ja, okay, 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 okay. Er ist in der Reichweite, so. Und jetzt, wenn wir mal gucken, hier. Jetzt noch übertakten drauf. Die Reichweite ist krass. Er könnte für 60.000 absorbieren. Das ist nicht verkehrt.
So, dann hauen wir jetzt nochmal alles voll, so gut wie es geht. Ist auch von dem Preis reduziert. Das heißt, es ist... Stimmt, das ist günstiger, als man denkt. Er kann aber mehr einsammeln dazu noch. So. Und hätten wir jetzt den Ultra-Boost auf der 10-fachen Stufe, dann könnte er die gesamte Map absorbieren. Also wirklich alles, was ihr seht, wird er einfach aufsaugen. Das wäre kein Problem. So. 63.000. Boom. Das war halt kostenreduziert. Ohne den Effekt von hier hätte das locker 100.000 gekostet. Und achte mal auf das Geld, was das jetzt macht. Ich hoffe, es macht 100.000 ohne Hilfe. Es kann aber sein, dass es weniger macht. Wir haben es ja während der Runde gemacht, also müssen wir noch ein bisschen dazu rechnen. Er macht 43.000 pro Runde. Das ist natürlich weniger, als ich dachte. Das ist nicht schlecht, aber es ist weniger, als ich dachte. Hätten wir das anders gemacht, hätte ich halt die gesamte Map absorbieren können. Da gucken wir nochmal, wie viel er jetzt macht. Also. Na jetzt, okay, jetzt hat er mehr gemacht, jetzt hat er mehr gemacht. 50.000 macht er ungefähr pro Runde. Das ist gut. Das ist gut, so wir werden locker den Boss zerstören, dass die Ultra-Boost deaktiviert haben. Die wollen nicht, dass man fandet. Aber ja, mit dieser Taktik kannst du halt ein extrem geisteskrankes Monkey Plus machen. 50.000 Runde zu machen mit nur einer einzigen Plantage ist natürlich insane. Es hätte halt mehr sein können. Ja, wir werden halt den Boss komplett zerstören. In Runde 120, wir können höchstwahrscheinlich alle Paragons beschwören. Wir müssen Level haben, by the way, auch. 38, ja. Paragon Nummer 2. Wir haben halt immer noch 2 Millionen über. Job. 3. Ja, der wird low sein vom Level, aber. Who cares? Who cares? Boom. Paragon Nummer 3. Und jetzt noch den Ninja-Paragon. Und den mache ich mal. Ach. So, der nächste Paragon. Und wir haben halt immer noch 477.000 über. Das reicht nicht ganz hierfür. Okay, reicht, reicht, reicht. Die wichtigen Fähigkeiten kommen alle weiter hinten. Wir machen mal ihn weg. Wo ist auch ein bisschen Schaden, ne? Okay. Totem. Ja, ja, guck dich ihn an. Guck dich ihn an. Der Arme. Der Arme. Überlebt er eine Runde? Der könnte er schaffen, weil er da uns zurückspringt. Das könnte ihm ein bisschen Zeit geben, um eine Runde zu schaffen. Er hat eine Runde geschafft. Shoutout, Shoutout. Aber ja, es ist eine Zerstörung. Und ganz, 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 ganz locker. Das ist die Taktik für die krasseste Monkeyopolis, die ihr im gesamten Spiel machen könnt. Es gibt keine bessere. 500.000, 500.000, 800.000 in Ninja. Okay, ja krass. Könnt ihr nachmachen, wenn ihr wollt. Sehr stabil. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao.